Weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und den Add-on Immortal Throne. Ja, hier geht es weiter. Ihr seht hier die zwei Kronleuchter des Entzündens und jede Menge Käfer, den wir jetzt mal... Oh, hier ist das Tal der Könige. Ich meine, das ist das gleiche Tal, wie es bei Diablo vorkommt. Vielleicht erinnert ihr euch, in Diablo 2, zweiter Akt, da meine ich, geht es auch in das Tal der Könige. Das müsste das gleiche sein mit den sieben Gräbern oder irgendwie sowas. Vorhin waren wir noch im Tal der Wahrheit oder irgendwie sowas. Oh, hier ist ein, ein Händler und ein Portal. Hallo! Jetzt weiß ich, warum der Händler uns in der letzten Folge nicht angesprochen hat. Ich habe es mit einem Rechtsklick versucht, weil ich doch die ganze Zeit im MMU-Gespiele bin und man mit dem Rechtsklick da die meisten Aktionen ausführt. So, ich verkaufe den ganzen Mist hier mal. So. Schade, dass hier kein... Ja, ja. Oh, hier ist auch ein Brunnen der Wiedergeburt. Ein Portal, das haben wir jetzt aktiviert. Und was für ein Sound. Wie ein Komet. Dann schauen wir, was hier ist. Was ist da überhaupt? Frostschrein, den brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir schon den ersten Dungeon. Ne, seht ihr hier? Ach nee, das ist auch ein Frost. Hä? Haben wir jetzt hier zwei Frostschreine oder was? Okay. Uah. Ekelhaft. Ey, stellt euch vor, ne, ihr geht so nachts in den Keller, wollt noch ein Bier oder sowas hochholen oder eine Cola, je nachdem wie alt ihr seid. Und, und dann grabt sich aus dem Kellerboden solche Rieseninsekten aus. Das ist leicht eklig, oder? Also ich würde nie wieder in den Keller gehen, dann würde ich mein Getränk lieber in der Küche horten oder sonst. Wobei, da macht ihr den Kühlschrank auf und dann kommen diese Spektralviecher raus oder so. Keine Ahnung, die ihr in der Tiefkühltruhe vergessen habt. So. Ach, guck mal, hier ist schon das erste Grab. Das muss dieses gleiche Gebiet wie in Diablo 2 sein. Ich hab noch nie nachgeschaut, aber da müsste es dieses Gebiet ja auch in Wirklichkeit geben, oder? Gibt es das Tal der Könige? Gibt es das? Aha, hier sind schon die Kronleuchter, die gehen an. Das heißt, wir gehen da schon mal nicht rein. Es sei denn, die anderen Gräber haben das auch alle. Ich glaube, wir müssen hier auch das Richtige finden. Und da mein Level Up. Bing. So. Das heißt, erstmal Punkte verteilen. Was haben wir gemacht? Geschicklichkeit, Intelligenz. Dann würde ich sagen, wir haben das letzte Mal auf Geschicklichkeit, um den Speer zu tragen, genommen. Das heißt, wir nehmen jetzt Intelligenz, damit unsere Zauber stärker werden und ich mir im Mund fusselig rede. So, was haben wir hier gemacht? Was ist das überhaupt? Ach so, ein Phantom. Aber ich will kein Pet. Hm. Allerdings, nee, ich will kein Pet. Ich glaube nicht, dass ich eins will. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Gesamtgeschwindigkeit, haben wir da letztes Mal was reingesteckt? Was ist das hier? Realitätsstörung, achso, das ist, ja, ich weiß es nicht. Hier, die Störwelle müssen wir auch noch ausbauen mit dem hier. 14% Schaden ist eine Menge. Boah, ich weiß es nicht. Vorahnung, 5 Angriffsqualität, also 5%, was haben wir hier? Okay, hier verdoppelt sich die Gesundheitsregeneration. Ha, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob diese Dinger hier besser sind. Elektroschaden, Trance des Zorns. Wellen negative Signale den Spieler unterbrechen, den Gedanken und bla. Ist das überhaupt auch so eine Aura? Es kann immer nur eine Trance gleichzeitig benutzt werden. Das kann immer, ja genau, das ist genau so. Angriffsschaden in Leben umgewandelt. Ha. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlichkeit 4 Sekunden. Boah, ich weiß es echt nicht. Wir müssen nochmal langsam hier in Jagd hochleveln. Allerdings weiß ich da gerade nicht, was genau wir hier skillen müssen. Ich habe den Guide auch schon wieder gar nicht offen. Ist das die Speerattacke? Ich weiß nur, dass wir hier Ausweichskills haben, die wir brauchen. Verteidigungsqualität, genau. Also hier sind die defensiven Sachen drin. 6% Benutzungswahrscheinlichkeit, okay. Kampftechnik, Benutzungswahrscheinlichkeit. In schnellere Folge treffen lassen, okay. Oder war das so eine Art Aura, die man anmachen konnte? Da muss ich nochmal nachschauen. Das weiß ich gerade nicht.
Linke Maustaste. Ja, keine Ahnung, Geschossgeschwindigkeit, aber das ist was für den Bogen und nicht für uns. Für uns ist ja hier die Speerattacke das Ding. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwas mit Ausweichen war. War das irgendeine Haltung oder sowas? Ich weiß es nicht. Ein Köder. Nee, da, wie gesagt, da muss ich mir nochmal reinlesen, das weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt weiß ich auch nicht, was wir hier machen. Boah, das ist immer so schwierig für mich. Verlangsamungswiderstand. Wahrscheinlichkeit, geschossen auszuweichen. Ich glaube, deswegen haben wir das genommen, ne? Geschossen auszuweichen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob sich das auch auf, ob sich das auf Magie oder auf Pfeilgeschosse, ja, egal. Das können wir auch noch hier nehmen. Ein Feld aus Psi-Kraft, krümmt das Gewebe der Realität um den Spieler. Dadurch wird ein Teil des Schadens, der durch Feinde verursacht wird, negiert. Und die Feinde bekommen einen Vergeltungsschlag ab. Das heißt, wenn uns Feinde treffen, dann besteht die Chance. Sollen wir da mal einen Punkt rein? Ja, die Aktivierungschance ist immer die gleiche von... Ist das eine 5? Ja, 5%. Ich weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit wird ja auch jetzt nicht höher. Ich würde erstmal nur einen Punkt reinsetzen. Dann ballern wir den Rest hier rein. Okay. Und dann gehen wir weiter. Okay. Jedes Grab scheint diese... ja, diese Kerzen zu haben. Dann fangen wir mal hier unten an. Wenn wir sofort das richtige Grab treffen, dann haben wir einfach Glück. Vielleicht haben die auch Namen. Und hier ist auch irgendwo... Ah, die haben Namen. Okay, Grab des Tumes. Von... Ich habe eigentlich die 1 gedrückt. Sehr schön. Lasst mich rein. Ich will die Schätze rauben. Haha. Wir müssen ja zum Grab von Ramses, ne? Da wäre mehr richtig. Okay. Ach Mist, wir haben das viel vergessen. Ich dachte, jetzt gibt es hier keine Giftspucker mehr. Götterblut. Sehr schön. Das haben wir doch irgendwo, ne? Genau. Hier. Okay. Und ein Knochenhaufen. Was haben wir da Schönes drin? Oh, ich höre es hier die ganze Zeit schnauben. Gefährliche Gegner wahrscheinlich. Okay, hier sind Fallen und so Minikäfer. Jetzt nicht wirklich etwas, was uns vor Angst in die Hosen machen lässt. Okay, die lassen auch nichts fallen. Ich frage mich, wieso die Würmer Götterblut fallen lassen. Das sind doch keine göttlichen Wesen oder sowas. Okay, hier haben wir auch nichts. Ich weiß überhaupt nicht, ob es so Geheimwände irgendwie so gibt, die sich wie zum Beispiel in Diablo 2 öffnen, wenn man denn irgendwas gedrückt hat, was eigentlich nicht zum Drücken markiert ist. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mich gerne drauf aufmerksam machen. So, jetzt hole ich aber erstmal alle. Und zack. Naja, fast alle. Oh, bei dem muss ich aufpassen. Weil die ziehen doch ganz schön viel ab. Ach, jetzt kommt doch schon. Jawohl. Einschreien. Jetzt muss ich hier wieder ruhig sein beim Aufmachen, um zu sehen, ja, ob das eine Falle ist, beziehungsweise zu hören, ob es eine Falle ist. Kampfmarkierung, yay. Na, ich wollte hier eigentlich durch. Boah. Zack. Da kringelt sich alles und dann müssen wir Götterblut jetzt auch komplett haben. Ich mache nochmal schnell die Truhe auf, mal schauen, was hier drin ist. Ja, nichts. Nichts Tolles. Okay, dieser Schild, die sehen echt schon schick aus, ne? Je tiefer wir jetzt hier in das Spiel eindringen, desto schöner sehen die Sachen noch aus. Ehrlich, gefällt mir. Okay, hier haben wir nur Crap. Okay, das ist nicht gut. Beziehungsweise nicht besser als das, was wir anhaben. Haben wir sonst noch was? Da ist noch was. Ein Weg leicht schräg nach unten. Wobei wir eigentlich schon die königliche Truhe gefunden haben. Ein Weg ins Nichts. So. Und zack, jetzt müsste ich eigentlich alle drei Statuen getroffen haben. Oh, ho. Vorsichtig. Nicht übermütig werden. Okay, doch ein bisschen. Oh. Na komm. Okay, da kommen ja die Geister raus. Muss ich aufpassen. Da ist auch der Sarkophag von, Tutmes. Keine Ahnung, ich kann das gerade nicht so richtig lesen.
Oh, eine Falle. Ja, das Gift sieht man natürlich wieder nicht. Geh schon kaputt. Na super, wir haben uns wieder vollkommen treffen lassen. Okay. Beim nächsten Mal machen wir es besser und dann renne ich trotzdem wieder rein, egal wie oft ich das sage. Okay, die lassen nichts droppen. Und dann haben wir auch dieses Grab erkundet. Wahrscheinlich müssen wir jetzt in das Grab von Ramses, das wäre wahrscheinlich das Richtige. Aber ich finde, wir sollten alle Gräber erkunden, einfach wegen den Schätzen. Ne, so viel Zeit muss sein. So, hier haben wir alles. Das heißt, ich kann hier beruhigt wieder hinausgehen. So ein paar Bossgegner wären natürlich toll. Damit wir noch ein paar Level-Ups haben, bevor wir dem Tel'Kin gegenüberstehen. Huch, ich dachte, das wäre so ein Käfer gewesen. War wahrscheinlich nur ein Crab-Helm, den wir nicht aufheben können. Beziehungsweise nicht aufheben wollen. Können tun wir das schon. Wahrscheinlich. Oh, jetzt ruckelt es hier ganz kurz. Im neuen Fachjargon würde man sagen, es laggt jetzt. So. Ich bin kein Freund von dem Wort laggen. Das hat für mich eher was mit, ich habe das schon öfters, glaube ich, mal gesagt, mit Netzwerkverzögerung zu tun. Hier ist Amenhetep der Zweite. Das ist auch das falsche Grab. Aber falsche Gräber gibt es nicht. Denn hier sind überall Schätze versteckt. Das heißt, wir sind genau richtig. Wir sollten Schatzjäger werden. Okay, hier geht es vielleicht nach unten. Ist das jetzt schon die Grabkammer? So, den Schrein nehmen wir mit. Ah, hier sind wir die Knubbelmännchen. So, zack, das schmeckt euch nicht, ne? Hier haben wir auch schon... Ach du Kacke. Geh weg. Habe ich jetzt wet oder weg gesagt? Naja, egal. Bisschen unkoordiniert hier am Sprechen, das macht aber überhaupt nichts. Ach komm schon, lass was... Ne, natürlich nicht. Ich dachte, hier wäre was Tolles drinnen. Aber, ja, ich wollte das Gold haben und nicht bewegen. Ein Großhelm. Machen wir da irgendwas Tolles? Die Dinger kommen auch schon wieder nah an unseren dran. Vom Rüstwert her. Guck mal, der ist sogar jetzt besser als der Helm, den wir anhaben. Also zumindest vom Rüstwert her. Aber der Rüstwert... Ich mach mal hier ein bisschen Platz. Der Rüstwert ist ja nicht alles, ne? So. Vielleicht sollen wir ein paar mehr Tränke einfach verballern. Haben ja genug. So, ich gehe erstmal hier lang. Okay, es sind noch mehr Knubbelmännchen. Da kommen die wieder aus ihren Schatten. Okay, die müssen wir jetzt so kaputt machen. Die machen aber schon ein bisschen Schaden, ne? Nein, 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 nein. So, erstmal warten, bis alle, naja, fast alle da sind. Den machen wir so kaputt. Wir haben ja genug Mana-Tränke. Was soll der... Nein, was soll der Geiz? Jetzt rennt er nicht immer rum. Du sollst es aufmachen, verdammt. So, okay. Sehr schön, da klimpert die Kasse. Und ein Knochenhaufen. Ein Großhelm, okay. Sonst ist hier nichts mehr. Ja, komm, einer. Eigentlich lohnt sich die Welle gar nicht dafür, aber... Ach komm, drauf geschissen. Wir haben ja noch diesen Energieentzug, den wir uns auf Ringe oder Halsketten, beziehungsweise ich nenne es jetzt einfach mal Schmuck im Allgemeinen, legen können. Das heißt, für jeden Gegner, den wir töten oder treffen, kriegen wir ein bisschen Mana zurück. Okay, was haben wir hier? Oh, das scheint... Ist hier der Sarkophag? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir die jetzt alle hier getroffen haben. Das ist sehr schön. Machen die überhaupt Schaden? Naja, trifft mich nicht. Okay, dann machen wir es halt auf die wellige Art. Kein Sarkophag. Hat der es etwa nicht verdient oder werden nicht alle in so Sarkophage reingesteckt, so Pharaonen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus mit dieser Mythologie. Beziehungsweise, es ist ja keine Mythologie, sondern das, das so Pharaonen und so gab es wirklich mal. Okay, aber hier sind Boote drin, das ist sehr schön. Falls der Keller mal unter Wasser steht, falls da mal Wasser reinlaufen sollte, ja, in der Wüste, genau. Haben die schon mal ein paar Boote hier gebunkert, die Untoten? Naja,
Ob sie die noch brauchen, weiß ich nicht, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Wir haben sie wieder zurück ins Reich der, ja, wir haben sie ihre letzten Ruhe, ja, zurückkehren lassen. Der Satz macht eigentlich keinen Sinn mehr und es wird schlimmer, je mehr ich versuche, diesen Satz zu komplettieren. Ich lasse es lieber. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Hoffe ich zumindest. So, ja, das Sofort, da ist es wieder. Das Grab haben wir auch erfolgreich erkundet. Dann schauen wir mal weiter. Hier oben geht's lang. Okay, hier waren wir noch nicht. Hier ist auch... Ach, wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wenn wir einfach so an diesen billigen Knochenhaufen kämen. Okay, die beiden Winkel der Stärke. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht, denn Stärke ist so ziemlich das Letzte, was wir brauchen. Ich glaube, nur um schwere Rüstung oder schwerere Rüstung zu tragen. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man Stärke braucht. Naja. Dein Gepäck ist voll. Ja, mein Gepäck ist voll. Wer hätte das gedacht? So, wir gehen in dieses Grab hier. Seth der Erste. Gab es nicht in Age of Mythology den Seth als Gott zum Auswählen? Ich weiß es nicht. Wobei, es sind ja eigentlich keine Götter, sondern Pharaonen, ne? Ich verwechsel das alles schon wieder. Es ist einfach zu viel für mein kleines Hirn. Okay. Oh, Dornen. Los, kommt alle zusammen hier. Ihr auch. Sehr schön, die lassen nur nichts droppen. Na komm, 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 komm. Na, dieser Cooldown, der riecht mich auf, ey. Ach, scheiße, Gift. Verrottetes Fleisch. Ach ja, genau, genau, genau. Das habe ich ja vergessen. Unser Gepäck ist natürlich wieder mal voll. Ich weiß nicht. Ach, jetzt habe ich das Ding zugemacht. Wenn wir jetzt hier die Heiltränke hier reinhauen. Ach, ich habe schon wieder zugemacht. Ich will eigentlich nur umswitchen. So, und die zwei auch. Müssten wir wieder was aufheben können. Ja, sollten wir. Dann nehmen wir diesen vergoldeten Schild zum Beispiel mit, denn Gold ist total sinnvoll als Verteidigung, denn Gold ist überhaupt nicht weich. Nein, nein. Es ist schwer und ist weich. Ja. So. Okay, hier haben wir auch wieder was drin. Ich habe es klimpern hören, aber nur Gold, obwohl, ja, Gold braucht man... Ach du Kacke. Hier ist die Brut am Dampfen. Die machen auch ganz schön Aua. Na, wir kriegen den natürlich hier in der Ecke nicht. Das ist doof. Oh! Smaragdkrone, aber das klingt wieder so nach, Ich werde erstmal die Wolfsklauen. Ach, wir haben die komplett, ne? Ich schmeiß das Ding hier mal weg, damit wir die Smaragdkrone aufheben können. Was mal. Oh, die ist besser. Guck mal. Also zumindest vom Rüstungsding her. Wir haben 13% Giftwiderstand, 46% Reduktion der Vergiftungsdauer, 15% Wahrscheinlichkeit für 60 bis 90 Giftvergeltung für 6 Sekunden, 11% Schaden. Ach, guck mal hier, 16 Intelligenz und 46 Energie und 21 Energieregeneration. Ist besser. Und wir können immer noch alles tragen, wie ihr seht. Ja. Schön. Das freut mich. Jetzt haben wir hier so einen Lorbeerkranz. Was ist das? Ja, so eine Art Lorbeerkranz, ne? Ist halt aus Smaragd. So Smaragd-Lorbeerblätter. Ne? Wir dürfen ja schon mal ein bisschen anmaßend sein jetzt. Achso, hier ist auch noch ein Schrein. Na, ist natürlich eine Falle. So. Sehr schön, dass wir noch was gefunden haben. So, da scheint es ja zum Sarkophag zu gehen, zumindest zu diesem Sargraum. Und dann würde ich sagen, guckt man hier nochmal schnell rein. Zack. Irgendwann sind wir wahrscheinlich auch an dem Punkt. Noch mehr kann ich nicht. Ach ja, genau, ich vergaß. Och, Mist, ist ja auch noch eine königliche. Schild des Mystikers, das will ich haben. Schmeiß mir dieses vergoldete Schild weg, das brauchen wir eh nie. So. Oh, das sieht. Guckt euch das mal an, ey. Aber das macht genauso viel wie Thutmoses Schild. Was haben wir denn da? Wir haben. Also von den Stats her ist es gleich, ne? Also vom Verteidigungswert. 8% Elementwiderstand. Ich wollte elementar sagen, deswegen stocke ich ganz kurz. 36% Energieentzugswiderstand. 15% Elementarschaden. Aber das brauchen wir ja gar nicht.
Gewährt eines der folgenden, 2 bis 10, bla bla bla, das brauchen wir nicht. Aber 19, na, ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal im Inventar. Ich bin mal gespannt, was in den Kommentaren stehen wird. Falls überhaupt was drin stehen wird, das weiß ich nicht. Naja, haben wir doch ein bisschen Glück gehabt, was die Schätze angeht. So, da unten ist wieder der Sargraum. Hoffe ich. Ja, da flimmert er schon wieder so rötlich. Das sind auch wieder diese Bewacherstatuen und Fallen. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Okay. Eigentlich dachte ich, dass ich nicht denken kann. So, jetzt sollte aber eigentlich die Statue auch mal hier hinkommen. So. Da klappt das Ding zusammen. Ach Mist, hier sind schon wieder so viele Truhen. Wir laufen schon wieder. Ich habe nur gerade den Brustpanzer beobachtet, der ein bisschen vor sich hingehüpft ist vor Erregung. Naja. So. Technik hier, diese Mechanikteile. Da haben wir doch irgendwo welche. Die habe ich doch vorhin schon mal gesehen. Hier. Genau. So, dann sollten wir auch vielleicht mal uns nach dieser Höhle oder so. Ach, Höhle sage ich schon. Ich mache die noch eben zu Ende. Jetzt sind wir ja immerhin schon mal hier. Okay, geht schon kaputt. Ach, guck mal, hier geht's tiefer. Ach, verdammt. Dich wollte ich auch noch erwischen. Eigentlich dachte ich, hier ist es zu Ende. Hier ist es aber noch nicht zu Ende. Nichtsdestotrotz ist die Zeit jetzt hier rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid aber beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne. Ich hätte den Namen schon wieder was vergessen. Naja, tschüss.